Wussten Sie, dass chronische Entzündungen maßgeblich zu vielen Gesundheitsproblemen beitragen, mit denen wir nach 50 konfrontiert sind? Es ist wie ein schleichendes Feuer in unserem Körper, das zu Gelenkschmerzen, Müdigkeit und sogar noch ernsteren Erkrankungen führt. Oft suchen wir nach Lösungen in Pillen und Zaubertränken, aber was wäre, wenn die Antwort in der uralten Weisheit natürlicher Heilmittel läge? Seit Jahrhunderten greifen Kulturen auf der ganzen Welt auf die Naturapotheke zurück, um Linderung zu finden und das Wohlbefinden zu fördern. Zwei Zutaten stechen dabei besonders hervor: Honig und Kurkuma. Diese goldenen Wunder, die in den meisten Küchen leicht zu finden sind, haben das Potenzial, ihre Gesundheit nach 50 zu verändern. Honig, ein flüssiges Gold, das seit der Antike geschätzt wird, ist nicht nur ein natürliches Süßungsmittel. Er ist vollgepackt mit Antioxidantien und wird seit Generationen verwendet, um Halsschmerzen zu lindern und die Wundheilung zu fördern. Kurkuma, mit seinem leuchtend gelben Farbton, enthält einen kraftvollen Wirkstoff namens Kurkumin, der für seine starken entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt ist. Einzeln bieten Honig und Kurkuma eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen. Aber in Kombination erzeugen sie eine Synergie, die ihre individuellen Stärken noch verstärkt. Dieses dynamische Duo wirkt auf mehreren Ebenen im Körper, bekämpft Entzündungen an ihrem Ursprung und fördert das allgemeine Wohlbefinden. In diesem Video befassen wir uns mit den unglaublichen gesundheitlichen Vorteilen, die es mit sich bringt, Honig und Kurkuma in den täglichen Speiseplan aufzunehmen, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr. Wir werden untersuchen, wie diese einfache Kombination Gelenkschmerzen lindern, ihr Energieniveau steigern und sogar die Ausstrahlung ihrer Haut verbessern kann. Machen Sie sich bereit, die Kraft der Naturheilmittel zu entdecken und ein gesünderes, lebendigeres Ich zu entfesseln. Bleiben Sie dran, wenn wir die Geheimnisse von Honig und Kurkuma lüften und die unglaublichen Ergebnisse enthüllen, die Sie schon in einer Woche erleben können. Honig, oft auch als flüssiges Gold bezeichnet, wird seit Jahrhunderten geschätzt, nicht nur wegen seiner Süße, sondern auch wegen seiner bemerkenswerten heilenden Eigenschaften. Er ist eine Fundgrube an Antioxidantien, Enzymen und Aminosäuren, die zusammenwirken, um eine breite Palette an gesundheitlichen Vorteilen zu bieten. Einer der bekanntesten Vorteile von Honig ist seine Fähigkeit, Husten und Halsschmerzen zu lindern. Aber die heilende Wirkung von Honig geht weit darüber hinaus. Er wird traditionell auch zur Förderung der Wundheilung eingesetzt, dank seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Stellen Sie sich eine Welt vor der modernen Medizin vor, in der die Menschen sich auf die Kraft der Natur verließen, um ihre Wunden zu heilen. Honig war ein Grundnahrungsmittel in diesen traditionellen Heilpraktiken, und die moderne Wissenschaft holt jetzt auf und bestätigt, was unsere Vorfahren schon lange wussten. Kurkuma, das Gewürz, das Curry seine leuchtend gelbe Farbe verleiht, ist mehr als nur ein kulinarischer Genuss. Es ist ein Kraftpaket an gesundheitlichen Vorteilen, vor allem aufgrund des enthaltenen Wirkstoffs Kurkumin. Kurkumin ist ein starkes entzündungshemmendes Mittel, das heißt, es hilft, Entzündungen im ganzen Körper zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn wir älter werden, da chronische Entzündungen zu verschiedenen Gesundheitsproblemen beitragen können. Stellen Sie sich Entzündungen als die natürliche Reaktion des Körpers auf Verletzungen oder Infektionen vor. Es ist wie bei einem Feueralarm, der losgeht und das Immunsystem zum Handeln auffordert. Aber wenn die Entzündung chronisch wird, ist es, als würde der Feueralarm ständig läuten, auch wenn es gar kein Feuer gibt. Dieser ständige Alarmzustand kann mit der Zeit Gewebe und Organe schädigen. Und hier kommt Kurkumin ins Spiel. Einzeln sind Honig und Kurkuma starke Heilmittel, aber in Kombination multiplizieren sich ihre Vorteile exponentiell. Es ist wie bei einer Symphonie, bei der jedes Instrument seinen Teil beiträgt und so eine harmonische und kraftvolle Wirkung erzielt. Honig, mit seinen beruhigenden und wundheilenden Eigenschaften, ergänzt die entzündungshemmende Wirkung von Kurkuma. Stellen Sie sich vor, wie diese beiden Inhaltsstoffe in Ihrem Körper zusammenwirken. Honig hilft, Entzündungen zu lindern, während Kurkuma sie an ihrer Wurzel packt
und Schmerzen, Steifheit und Beschwerden reduziert. Diese kraftvolle Synergie erstreckt sich auf verschiedene Aspekte der Gesundheit, von der Stärkung der Immunität bis zur Verbesserung der Verdauung. Wissenschaftliche Studien sind zwar unerlässlich, um die Vorteile von Honig und Kurkuma zu verstehen, aber es ist unglaublich kraftvoll, Erfahrungsberichte von Menschen zu hören, die eine Transformation erlebt haben. Unzählige Menschen haben bemerkenswerte Verbesserungen ihrer Gesundheit erfahren, nachdem sie dieses dynamische Duo in ihren Alltag integriert haben. Menschen, die unter anhaltenden Gelenkschmerzen litten, haben Linderung erfahren, und diejenigen, die mit einem niedrigen Energieniveau zu kämpfen hatten, haben ein neues Gefühl der Vitalität erlebt. Diese Geschichten sind nicht nur Anekdoten. Sie sind Zeugnisse für die Kraft natürlicher Heilmittel und die Weisheit, die über Generationen weitergegeben wurde. In den folgenden Abschnitten werden wir tiefer in die spezifischen Vorteile von Honig und Kurkuma für Menschen über 50 eintauchen und untersuchen, wie diese einfache Kombination ihnen helfen kann, ein gesünderes und lebendigeres Leben zu führen. Mit zunehmendem Alter bekommen unsere Gelenke oft die Last der Zeit zu spüren. Jahrelange Abnutzung in Kombination mit der natürlichen Abnahme der Knorpelproduktion können zu Steifheit, Schmerzen und eingeschränkter Mobilität führen. Für viele Menschen über 50 können einfache Tätigkeiten wie Treppensteigen oder Spazierengehen zu einer Herausforderung werden. Aber was wäre, wenn es eine natürliche Möglichkeit gäbe, Gelenkschmerzen zu bekämpfen und ihre Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen? Hier kommt das dynamische Duo ins Spiel. Honig und Kurkuma. Kurkuma mit seinen starken entzündungshemmenden Eigenschaften hilft, Entzündungen in den Gelenken zu reduzieren, die oft die Ursache für Schmerzen und Steifheit sind. Stellen Sie sich vor, Ihre schmerzenden Knie oder steifen Hüften fühlen sich weniger entzündet an, sodass Sie sich leichter bewegen können. Honig mit seinen beruhigenden Eigenschaften verstärkt diese Vorteile noch und sorgt für eine natürliche Schmierung, die die Gesundheit der Gelenke unterstützt. Unsere Haut ist ein Spiegelbild unserer inneren Gesundheit, und mit zunehmendem Alter ist es ganz natürlich, dass sie Zeichen der Zeit zeigt. Feine Linien, Fältchen und Altersflecken können dazu führen, dass wir uns mit unserem Aussehen weniger wohlfühlen. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Zeit zurückzudrehen und die jugendliche Ausstrahlung unserer Haut auf natürliche Weise wiederherzustellen? Die Kombination aus Honig und Kurkuma bietet eine kraftvolle Lösung, um den begehrten Glow zu erreichen. Honig, ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, zieht Feuchtigkeit an und hält sie fest, wodurch die Haut hydratisiert und geschmeidig bleibt. Stellen Sie sich vor, Ihre Haut fühlt sich weicher, glatter und hydratisierter an, wie ein erfrischender Schluck Wasser für Ihr Gesicht. Kurkuma mit seinen antioxidativen Eigenschaften hilft, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen, jenen Umweltaggressoren, die zur vorzeitigen Hautalterung beitragen. Sich im Alter müde und abgeschlagen zu fühlen, ist eine häufige Beschwerde, aber es muss nicht zwangsläufig zum Älterwerden dazugehören. Oftmals sind niedrige Energieniveaus auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter Entzündungen, oxidativer Stress und Nährstoffmangel. Die gute Nachricht ist, dass Honig und Kurkuma helfen können, diese zugrunde liegenden Ursachen zu beheben und einen natürlichen Energieschub zu liefern, der anhält. Stellen Sie sich vor, Sie wachen erfrischt und energiegeladen auf, bereit, den Tag zu meistern. Honig, eine natürliche Kohlenhydratquelle, liefert einen schnellen und anhaltenden Energieschub und beugt so dem Mittagstief vor. Kurkuma mit seiner Fähigkeit, die Durchblutung zu verbessern und Entzündungen zu reduzieren, hilft, die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen zu optimieren und das Energieniveau weiter zu steigern. Honig wird seit Jahrhunderten für seine medizinischen Eigenschaften verehrt. Bienen arbeiten unermüdlich, um diesen süßen Nektar zu produzieren. Dieser Prozess führt zu einer komplexen Zusammensetzung aus Zucker, Enzymen und Antioxidantien. Honig hat eine bemerkenswerte wundheilende Wirkung. Studien zeigen, dass Honig Entzündungen reduzieren und Gewebereparatur fördern kann. Kurkuma mit seinem leuchtend gelben Farbton ist seit langem ein fester Bestandteil traditioneller Medizinsysteme wie Ayurveda.
Sein aktiver Bestandteil, Kurkumin, ist ein starkes entzündungshemmendes Mittel, das in seiner Wirksamkeit einigen Medikamenten in nichts nachsteht. Stellen Sie sich eine mikroskopische Ansicht von Kurkuminmolekülen vor, die Entzündungen an ihrer Quelle bekämpfen, indem sie Entzündungswege blockieren und die Produktion von Entzündungschemikalien reduzieren. Diese bemerkenswerte Wirkung macht Kurkumin zu einem wertvollen Verbündeten im Kampf gegen eine Vielzahl von Entzündungskrankheiten, von Arthritis bis hin zu Herzerkrankungen. Studien haben gezeigt, dass Kurkumin Gelenkschmerzen und Steifheit bei Menschen mit Arthrose reduzieren, die Funktion der Blutgefäße verbessern und sogar vor bestimmten Krebsarten schützen kann. Die wissenschaftlichen Beweise für die gesundheitlichen Vorteile von Kurkumin mehren sich ständig und festigen seine Position als starkes natürliches Heilmittel. Honig und Kurkuma sind zwar für sich allein schon beeindruckend, aber ihre kombinierte Kraft ist wirklich bemerkenswert. Es ist wie bei einem dynamischen Duo, bei dem jeder Inhaltsstoff die Stärken des anderen hervorhebt und so einen synergistischen Effekt erzeugt, der größer ist als die Summe seiner Teile. Stellen Sie sich vor, Honig wirkt wie ein Transportsystem. Seine dicke, zähflüssige Beschaffenheit verbessert die Aufnahme und Bioverfügbarkeit von Kurkumin im Körper. Das bedeutet, dass Sie bei gemeinsamer Einnahme den maximalen Nutzen aus beiden Inhaltsstoffen ziehen. Darüber hinaus können die präbiotischen Eigenschaften von Honig die nützliche Bakterien im Darm nähren, die Aufnahme und Verwertung von Kurkumin verbessern und seine Wirkung weiter verstärken. Diese synergistische Beziehung zwischen Honig und Kurkuma macht sie zu einer unglaublich wirksamen Kombination zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Die bemerkenswerten Vorteile von Honig und Kurkuma sind nicht nur anekdotisch, sondern werden durch eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Beweise gestützt. Forscher auf der ganzen Welt untersuchen aktiv die kombinierte Wirkung dieser natürlichen Inhaltsstoffe und die Ergebnisse sind unglaublich vielversprechend. Stellen Sie sich ein Labor vor, in dem Wissenschaftler strenge Studien durchführen, Daten analysieren und ihre Ergebnisse in begutachteten Fachzeitschriften veröffentlichen. Eine im Journal of Clinical Interventions in Aging veröffentlichte Studie ergab, dass eine Kombination aus Honig und Kurkuma Gelenkschmerzen und Steifheit bei Menschen mit Kniearthrose signifikant verbesserte. Eine andere Studie, die in der Zeitschrift Phytotherapy Research veröffentlicht wurde, zeigte, dass Honig die Bioverfügbarkeit von Kurkumin erhöht, was zu einer verbesserten Aufnahme und Wirksamkeit führt. Diese und viele andere Studien liefern überzeugende Beweise für die kombinierte Kraft von Honig und Kurkuma bei der Förderung der Gesundheit und der Bekämpfung altersbedingter Beschwerden. Nachdem wir nun die unglaublichen gesundheitlichen Vorteile von Honig und Kurkuma kennengelernt haben, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie diese goldenen Wunder in Ihren Alltag integrieren können. Keine Sorge, es ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Es bedarf keiner komplizierten Rezepte oder aufwendigen Vorbereitungen. Manchmal sind die einfachsten Ansätze die effektivsten. Eine der einfachsten Möglichkeiten, die kombinierten Vorteile von Honig und Kurkuma zu genießen, ist die Zubereitung eines wohltuenden warmen Getränks. Geben Sie einfach einen Teelöffel rohen Honig und einen Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver in eine Tasse warme Milch oder Wasser. Sie können die Mengen ganz nach Ihrem Geschmack anpassen. Dieses wohltuende Getränk eignet sich perfekt für den Start in den Tag oder zum Entspannen am Abend. Während Honig und Kurkuma im Allgemeinen unbedenklich sind, gibt es ein paar Ausnahmen, die Sie beachten sollten. Wenn Sie allergisch gegen Bienen oder Pollen sind, sollten Sie Honig komplett meiden. Außerdem kann Kurkuma mit bestimmten Medikamenten wie Zams-B, Blutverdünnern, interagieren. Konsultieren Sie daher immer Ihren Arzt, bevor Sie Kurkuma in Ihren Speiseplan aufnehmen, insbesondere wenn Sie Medikamente einnehmen. Mäßigung ist der Schlüssel bei jeder Ernährungsumstellung und Honig und Kurkuma bilden da keine Ausnahme. Während diese natürlichen Inhaltsstoffe zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten, kann ein übermäßiger Konsum zu Nebenwirkungen wie Magenverstimmungen oder Sodbrennen führen. Hören Sie immer auf Ihren Körper und passen Sie Ihre Einnahme entsprechend an.
denken Sie daran, dass ein ausgewogener Ansatz der Schlüssel ist, um die vollen Vorteile eines jeden Naturheilmittels zu nutzen. In einer Welt, die oft von schnellen Lösungen und pharmazeutischen Mitteln dominiert wird, wird die Kraft natürlicher Heilmittel wie Honig und Kurkuma leicht übersehen. Diese alten Inhaltsstoffe bieten einen sanften und dennoch wirksamen Ansatz, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu unterstützen. Die Kombination aus Honig und Kurkuma kann eine Vielzahl von Vorteilen bieten, von der Reduzierung von Entzündungen und der Linderung von Gelenkschmerzen bis hin zur Steigerung des Energieniveaus. Honig und Kurkuma bieten eine natürliche Synergie. Stellen Sie sich ein Leben ohne Gelenkschmerzen vor, energiegeladen und bereit, den Tag zu begrüßen, mit jugendlichem Glanz auf Ihrer Haut. Dies ist das Potenzial von Honig und Kurkuma. Die Aufnahme von Honig und Kurkuma in Ihren Alltag ist wie eine Reise der Selbstfindung. Jeder Mensch ist einzigartig, und was bei dem einen Wunder wirkt, muss bei dem anderen nicht die gleiche Wirkung haben. Achten Sie darauf, wie Ihr Körper auf diese natürlichen Heilmittel reagiert. Beginnen Sie mit kleinen Mengen und erhöhen Sie Ihre Einnahme schrittweise nach Bedarf. Vertrauen Sie Ihrer Intuition und hören Sie auf die Weisheit Ihres Körpers. Sollten Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken, setzen Sie die Einnahme ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Denken Sie daran, dass es hier nicht darum geht, starren Regeln zu folgen, sondern einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden zu wählen, der die individuellen Bedürfnisse Ihres Körpers berücksichtigt. Ein gesünderes Morgen beginnt heute. Die Schönheit natürlicher Heilmittel wie Honig und Kurkuma liegt in ihrer Einfachheit und Zugänglichkeit. Sie brauchen keine teuren Nahrungsergänzungsmittel oder komplizierten Einnahmevorschriften, um ihre transformative Wirkung zu erfahren. Schon ein Teelöffel Honig und eine Prise Kurkuma in Ihrem Alltag können einen großen Unterschied machen. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die Ihren Körper nähren und Ihr allgemeines Wohlbefinden unterstützen. Worauf warten Sie also noch? Nutzen Sie die Kraft des goldenen Duos der Natur und begeben Sie sich auf die Reise zu einem gesünderen, vitaleren Ich.